Dieser Mercedes ist nicht nur die neue S-Klasse. Er soll den Stuttgarter Autobauer wieder an die Spitze im Luxussegment bringen. Inzwischen verkauft sich der 7er BMW deutlich besser und auch Audi setzt mit dem A8 bereits zum Überholen an. Für Mercedes ist ein Erfolg dieser neuen S-Klasse auch von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Insider gehen von einer Rendite von 15% je verkauftes Auto aus. Ein Traumwert, den sonst nur Porsche schafft. Im ersten kompletten Jahr sollen rund 100.000 Autos verkauft werden. Das würde dem Unternehmen einen wichtigen zusätzlichen Ertrag bescheren. Für die Aktionäre ein heißes Thema, denn im direkten Profitabilitätsvergleich hinkt Mercedes der Konkurrenz meilenweit hinterher. Experten kolportieren pro 100 Euro Umsatz einen Gewinn von 3,30 Euro. BMW kommt auf 9,90 Euro und Klassenprimus Audi sogar auf stattliche 11,10 Euro. Klar, dass Mercedes für den Hoffnungsbringer S-Klasse einen entsprechend pompösen Auftritt kreiert hat. Der Wagen wurde bei der Vorstellung vor 750 geladenen Gästen und Medienvertretern aus der ganzen Welt von Stuttgart nach Hamburg ins Auslieferungszentrum des Riesenjumbos Airbus A380 geflogen. Dort kümmerten sich während der Präsentation 5-Sterne-Köche um das leibliche Wohlbefinden der prominenten Gäste. Akustisch untermalt wurde die Premiere von Soul-Sängerin Alicia Keys und den Hamburger Sinfonikern. Trotzdem schütteln Kritiker den Kopf. Sie sehen den Flug von Stuttgart nach Hamburg als ökologischen Fehltritt, denn der Transport habe unnötig viel CO2-Ausstoß verursacht. Und das, wo Mercedes gerade auf das Thema Umweltverträglichkeit und geringer Spritverbrauch setzt. Nicht gerade ein genialer Marketing-Schachzug. Für Mercedes-Chef Dieter Zetsche ist der Erfolg der neuen S-Klasse wohl auch von persönlicher Bedeutung. Er spürt bereits den Unmut der Aktionäre und des Aufsichtsrates. Sein Vertrag wurde nicht um die üblichen 5 Jahre verlängert. Zetsche bekam nur für weitere 3 Jahre das Vertrauen ausgesprochen. Vorerst.